So, Roche möchte weiter mit uns erzählen. Was ist mit dem Drachen? Wir haben einen Tempel getrennt. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davon gemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen. Oh. Tag der Stürmung, Mittag. Arjan Lavalette hat die Burg übergeben. Öffnet das Tor. Arjan lebt? Sofort aufmachen. Kniet vor eurem König, dann erweist er euch Gnade. Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Boten in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Was ist mit dem Baron? Musstest du ihn töten? Ja, ich dachte, der hört mir erst zu, wenn ich ihn halt totschlage. Manchmal kann man es nicht ändern. Sir. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Schnell, rüber! Der König! Unter den Wehrgang! Schirmt den König ab! In den Wehrgang! Zwei Finger gebe ich jetzt für einen Anschuss. Also die Baronin! Nicht zu fassen, ein echter Drache! Ja. Toni mit deinen Zaubern da runter, kann ihn anzubeten! So einfach ist das nicht! Das Mistvieh packet mir die ganze Armee ab! Hexer, wie soll man denn gegen so etwas kämpfen? Nicht kämpfen. Fliehen! Sonst ist der Fachmann. Wir müssen uns zur Stadt durchfahren. In Deckung! Ein Drache! Unter den Wehrgang! Ist auch keine Drache hier an. Ja. Die Wache hat offenbar noch nichts davon. Das Tor! Was soll ich denn tun? Sie überwinden das Tor! Auf sie! Die Experten für Unwahrwerte. Ja, und jetzt? Oh, Mann. Ich öffne das Tor! Schnell! Er kann sie mit so einem Vollbein nicht den Drachen runterholen? Schnell! Verschwindet! Ich schaff das schon! Chris! Die Brücke brennt! Schnell, hier lang! Lauf! Lauf! Ja! Verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Letzter Abschnitt. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast.
Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Ja, ist doch, weil er ist doch an unserer Seite, also, Tag der Stürmung, Nachmittag. Ha, uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack. Meldung, die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät. Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Visima beneiden. Okay. Cool. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Okay. Ich gehe. Ich zähle auf dich. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Wo sind die Äxte? Bewegt eure Ärsche! Okay, die hacken sich durch. Ich frage mich nur, wieso hatten wir vorhin eigentlich eine andere Rüstung als jetzt die hier? Ich denke mal, das ist die Standardausrüstung für die Situation, aber wir hatten doch vorhin noch die Rahmenausrüstung aus dem ersten Teil. Oh Gott. Wo kann ich jetzt hochklettern? Finde einen Weg in den Tempel. Durchgang. Wahrscheinlich dann durch... Ich vermisse es, wenn man ins Spiel nicht springen kann. Wahrscheinlich durch irgendein Gebäude. Schön Leute beklauen. In irgendwelche fremden Hütten reingehen, Leute beklauen und dafür auch noch ein Diplom bekommen in Witcher 3. Ach ja. Mein Hühnchen? Bock, bock, bock. Ohren. Verschlossen. Da ist nichts, das auch nicht. Finde einen Weg zum Tempel. Könntet ihr uns das doch so freilassen? Halt's Maul! Aber wir sind unschuldig. Ich habe nur Befehle befolgt. Der König bestimmt, was mit euch geschieht. Mein Daumen! Was mache ich denn ohne Daumen? Verdammt, was ist eigentlich Velour? Meine Frau will, dass ich ihr Schuhe mitbringe. Ich habe nur Befehle befolgt. Was geschieht jetzt mit uns? Bruder gegen Bruder. Ihr schafft das schon. Da sehe ich auf der Minikarte einen grünen Punkt. Ich nehme an, da. Oh Götter, Hilfe! Ach, das war doch unnötig. Ihr gemacht. Maul halten. Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Hilfe! Gold und Silber auf den Tisch. Und diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Oh, ich bringe euch alle um. Verschwindet besser, der Drache könnte zurückkommen. Ihr verschwindet. Sofort. Oh ja, Herr. Los! Herr, wir danken dir. Danke. Hilf auf ihren Preis. Ach, wir sind nett. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen.
Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Verhindere den Massenmord von Zivilisten. Jo. Moment, aber hier sollte ich doch jetzt hin. Oder auch nicht. Auf jeden Fall sind wir noch. Feuerwehr, eure schwarzen Seelen reinigen. Du hast hier nichts zu suchen. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, sodass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Raus aus dem Haus und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Du weißt schon wem. Berichte, wem du willst. Brennt nur ein einziges Haus nieder oder fasst eine Frau an. Der König selbst wird von euren Untaten hören. Karte. Geralt, aktuelle Quests, Handwerker, Geschäfte, Schenke. Verschlossen. Suchen, durchsuchen. Na komm, mach auf. Ich hab das Gefühl, ich sollte die da befreien. Was schreit ihr denn so? Lasst uns in Ruhe. Ihr seid frei. Hab Dank, Herr. Dank macht mich nicht satt. Wir sind arm, Herr. Soll ich eure Taschen umdrehen? was soll's, wir sind so gutherzig. Tja, dann nicht. Du Räuber! Versteckt euch, bis dieser Irrsinn aufhört. Aber wo? Ich hab doch noch gesagt, ja, ist ja gut. Sie haben uns alles genommen. Zum Glück. So, durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Ein paar Ohren zum Lumpen. Wo zum Geier muss ich jetzt überhaupt hin? Wo kommt die her? Die haben mit der Schale. Erstmal wieder weg, Mr. Stone. Ohrens, Ohrens, Ohrens. Befehle für die Soldaten. Wo kommen die denn her? Die haben wir doch schon alles durchkämmt. Aus der Erde gewachsen?
Moment, wo kommen die denn her? Das ist doch ein interessantes Stichwort. Versperrt den Weg! Schnell! Verschlossen. Moment, kann ich mit... Nee. So. Was wird... Ach, Wurbel ist einsammeln. Kann ich vielleicht mit Quen, Axi, Art. Lade dich bitte auch auf. Ich glaube nicht, dass es geht, aber vielleicht geht's ja doch. Lädt sich die Energie auch wieder auf? Drei, zwei, eins, dann ist der Schild weg. Und es passiert nichts. Hm. Türchen, nein. Wie kommen wir denn jetzt am geschicktesten daran? Vielleicht da drüber, über eine Brücke? Das Schwert weg, Geralt. Das ist gerade unmöglich. Ja. Kann man hier vielleicht hochklettern? Wie vielleicht? Ne, kein Kletter, kein Assassin's Creed. Und? Was habe ich da gerade gesehen? Ach, Bob, die Tür. Da passiert nichts. Und wenn ich hier reingehe? Verschlossen. Hm. Da war ich drin. Hä? Da geht's nicht weiter. Da war ich drin. Da war ich drin. Die Häuser haben sie niedergebrannt, alles geklaut. Warum, ihr Götter? Sei still, sonst... Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, befolgt. Ihr Dreckschweine. Verrat, Herr? Wir sind einfache Leute. Wir haben mit Politik nichts zu tun. Ah. Mein Land hat verloren und nun winselt ihr wie die sagen, wir haben es gefunden. Im passenden Tempel der Finsternis. Du bist in einem finsteren Raum. Verbessere deine Sicht mit deinem Trank Katze. Okay, meditieren. Ah. Alchemie. Ba-ba-ba. Katze. Herstellen. Trank einnehmen. Katze. Brüsterchen Geralt.
Monster jagen. Ah, krass, jetzt sieht man die so. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Scoia'tael. Oh, was wollen die denn jetzt hier? Das geht hier nicht. Wieso nicht? Ach, weil es eine Treppe ist. Außerhalb des Kampfes. Jo. Gleich mal Vitalität hochboosten. Schalte Messerwerfen frei. Jetzt sind wir Level 3. Okay. Merkmale. Okay. Aber krass, jetzt sieht man hier richtig durch Mauern mit Katze. Das ist cool. Kein Schritt zurück, Marcus! Ich glaub nicht so richtig, was das jetzt für Gegner sind. Ich glaub, dabei. 1 Minute 30 hält der Trank noch. Verschlossen. Moment, wozu bin ich jetzt hier, wenn die jetzt keinen Schlüssel hatten? Ah, hier. Loot, loot, loot. Wir nehmen alles mit. Loot, loot, loot. Ah, hier. Okay, aber dieser Herzschlag die ganze Zeit bei dem Katzentrank ist auch irgendwie komisch. Ich sag mal, gut, dass es in Witcher 3 gemacht haben. Für die Baronin! Meine Witcher, das finde ich cool, aber der Herzschlag ist ganz seltsam. Ah!
So, jetzt muss die Katze aufhören. Ein Glück. Viele kurze Daten, Uhren, okay. Am liebsten würde ich ja gern alles mitnehmen, was nicht in so nagelfest ist, aber da war ja bei Rosch da in dieser Kerker-Szene sind nämlich Mann, das verliegt dann sowieso alles danach. Ah, Hallöchen! Lavalet! Lavalolli ist hier nicht. Alle tot. Oh. Erstmal die Kleinen, dann. Für Temerien, Männer! Der Tod für Temerien ist ein guter Tod! Geralt! Tempelschänder! Das sind keine Ritter! Das sind Verräter! Gefangene werden nicht gemacht! Oh, heftig stark, Geralt! Zerschmettert das Gewürm! Das sind keine Ritter! Das sind Verräter! Gefangene werden nicht gemacht! Geralt! Also wenn jetzt nicht für gerade 100 Leute auf einen einschlagen, ist es doch relativ der einfach. Tod für Temerien ist ein... Gut, dass man nur gleich auch schon alle Fähigkeiten hat und nicht erst wieder alles freischalten muss. Questgegenstand, ein oranges Schimmer über die Tour bedeutet, dass sich ein wichtiger Questgegenstand enthält. Okay. Hallo? Hm. Hallo? Spiel? Hm. Jetzt. Ich glaube, der Controller war gerade nicht richtig drin. So. Hier soll es drin sein? Nee, hier. Ach, hier, Dingens. Zieh, Geralt, zieh, zieh, zieh! Was war jetzt mit einer leuchtenden Truhe? Du bist hiermit der höchst dekorierte Hexer der Welt. Und auch der reichste. Ich nehme Eure Majestät beim Wort. Siehst du, Rosch? Geralt hat's geschafft. Gerade rechtzeitig. Der Priester ist zu seinen Göttern abberufen worden. Hm. Ich habe Skoyatel gesehen. Am Fluss. Wo genau? Wie viele? Was für Farben trugen sie? Geschissen auf die Elfen. Die sind später dran. Zum Tempel. Skoyatel. Das Bild vervollständigt sich allmählich, Geralt. Entweder sagst du die Wahrheit, oder du lügst hervorragend. Erzähl mir den Rest. Volltests Bankerte, die Einsiedelei. Was ist dort passiert? Alles begann mit Tales. Wäre Tales nicht gewesen, wären wir vielleicht gemeinsam eingetroffen. Zur Sache, Hexer. Der Erzpriester hatte recht. Seine Majestät Volltest, König von Temerien. Arthur Tales, der frühere Grafen Eswelt. Ich habe dein Todesurteil unterschrieben. Ja, aber die Baronin hat mich inzwischen begnadigt. Welch unerquickliche Situation. Wo sind Anaïs und Bussy? Frag dir nach den Königskindern.
Strapazier meine Geduld nicht, Tails. Dann verspreche ich dir einen schnellen Tod. Gesteht es, Foltest. Im Angesicht der Götter und der Menschen. Bussi und Anais sind die Früchte eurer Lenden und eure Nachkommen. Übt euch in Demut vor dem Antlitz der Götter und sagt die Wahrheit. Du magst es noch nicht bemerkt haben, Tails, aber ich habe diese Stadt gerade erobert. Mit Hilfe von Schargen, Hexen und Wechselbalgmutanten, denen gar nichts heilig ist. Dies ist ein geweihter Ort. Ihr werdet es nicht wagen, die Hand gegen einen Gottesdiener zu erheben. Wo habt ihr die Kinder versteckt? In der Einsiedelei. Sie sind in der Einsiedelei. Was treibst du denn da? Gotteslästerung! Hokus Pokus! Da ich das Gefühl habe, dass Foltest ihn eh nicht mag... Dem Geistlichen wurde kein Haar gekrümmt. Nur der kleine Adlige hat eins aufs Dach gekriegt. So ist der Wolf satt und das Schäfchen noch heil. Einmal verflucht, bei einer Erstürmung kann alles Mögliche schiefgehen. Aber jo. Dieser Drache bringt das Fass noch zum Überlaufen. Was ist was von? Mutant! Wechselbalg! Alles dreht sich. Haben mich irre geschimpft. Sind tot. Was? Was geschieht jetzt mit uns? Voltest kennt keinen Erbarmen. Natürlich. Was ist das, eine Pyramide? Nein, das ist ein Turm. Aber gut, gucken wir uns in der nächsten Folge an.